So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Jetzt muss ich nochmal schnell aus dem Fenster raus switchen. Mein Mikrofon hat irgendwie die letzte Aufnahme, ist es irgendwie abgekackt und hat man dann nicht mehr gehört, deswegen habe ich die Aufnahme mal kurz beendet. Aber hier sind wir wieder. Kennst du den Weg zum geheimen Rebellenlager? Einfach hinter mir die Straße runter. Und das verrätst du mir einfach so? Was, wenn ich ein Spion des Organon wäre? Tja, man kann eben nie für alle Fälle vorplanen. Du könntest genauso gut ein mutierter Grippevirus sein. In dem Fall hätte ich gar nicht mit dir sprechen sollen. Hat sie schon recht. Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Oh Gott. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Ganz schön hohe Ansprüche für jemanden, der so adrett ist. Macht zwar keinen Sinn, aber du weißt, was ich meine. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man es erklären muss, ist es auch kein Witz mehr. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Oh, okay. Für mich erstmal gar nichts. Gute Wahl. Davon gibt's ja reichlich. Okay. Männliche Aushilfskraft gesucht. Mitgenommen. Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also leben. Ich suche einen Ich sagte ja. Die Frau macht mir ein bisschen Angst irgendwie. So. Ich habe hart, ich werde es garantiert. Nö, hast du jetzt auch so recht. Ich habe hart, ich werde es garantiert. Okay. Wo geht's denn überall lang? What the fuck? Ich sage ja nur, dass ich es unpassend finde, dass sie ihre Stricke direkt neben meiner Praxis verkaufen. Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Mein Sortiment besteht aus hochkarätigen Produkten. Und mit Verlaub, ihre Kundschaft scheint derselben Ansicht zu sein. Seit der Organon die Fassade zwischen unseren Geschäften zerstört hat, hat sich mein Umsatz verdreifacht. Und im Gegensatz zu Ihnen ist bei mir noch nie ein Kunde zurückgekommen, um sich zu beschweren. Das... Ach, vergessen Sie es. Schon geschehen. So ein Lächeln hätte ich gern. What the fuck? Okay, pass auf. Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Okay. Wir haben noch ein Rezept, aber erstmal sprechen wir mit ihm. Ich hätte gerne eine Therapiesitzung. Das geht nicht so einfach. Sie brauchen eine ärztliche Überweisung. Muss das wirklich sein? Mein Hausarzt ist nicht gut, auf mich zu sprechen. Als ich zuletzt bei ihm war, hat er mich ins Gefängnis gesteckt, weil ich Feuer im Rathaus gelegt habe. Aha, Sie sind richtig hier. So viel steht fest. Aber Sie müssen sich erst eine Überweisung besorgen. Na gut. Und ich besorge mir derweil einen größeren Notizblock. Okay, wir haben eine Überweisung. Ich habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Tja. Das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Einfach nur hinlegen, okay? Schon gut. Also gut. Beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Ich habe da diesen Freund. Ein Freund. So, so. Ich verstehe. Was fehlt ihm denn? Ich weiß auch nicht. Er liegt den ganzen Tag nur rum und tut nichts. Nun, was sollte er denn Ihrer Meinung nach tun? Na, sich nützlich machen. Die Welt retten und so. Die Welt retten? Meinen Sie nicht, dass das für einen Menschen etwas zu viel verlangt ist? Na klar, es ist quasi unschaffbar. Aber das hat uns ja früher auch nicht aufgehalten. Es war immer knapp, aber ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Ziel. Batsch, Ofen aus. Tote Hose. Nun, ich kann Ihren Freund gut verstehen. Das ist ja ein enormer Druck, der da auf ihm lastet. Wahrscheinlich hat er Angst. Ja, aber natürlich. Das würde zu ihm passen. Außen Störtebäcker, innen Schlotterhose. Und vollkommen zu Recht, wie ich finde. Die Welt retten, das ist eine riesige Verantwortung. Er kann sich ja nicht dreiteilen. Exakt. Im Gegensatz zu mir. Ganz genau. Er, wie bitte? Mir ging es ja auch ziemlich mies, als es mich nur einmal gab. Warten Sie mal.
ganz langsam. Was allerdings hauptsächlich an dieser stressigen Wiederauferstehung lag. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet hatte. Okay. Eins nach dem anderen. Warum erzählen Sie mir nicht einfach ein wenig von sich selbst? Ich glaube, der flippt gleich aus. Ich habe oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wozu? Na, zu allem halt. Zu Deponia. Sie wünschen sich also, mehr integriert zu sein. Um Gottes Willen, nein. Ich will einfach nur weg. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha. Ich glaub kein Wort. Ich habe Angst davor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel? Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie Sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um Ihr Innenleben zu beschreiben. Was setze ich da rein? Ach, ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Mich plagen Schuldgefühle. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sie Ihre Freundin getötet haben? Das sagten Sie doch vorhin, oder? Ja, na, das passt schon. Immerhin habe ich sie ja wiederbelebt. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie in die Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Aha. Mich quälen Versagensängste. Das ist noch so viel zu tun. Und so wenig Zeit. Und mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken Sie eigentlich noch ganz entspannt. Ach so, Sie denken, ich rede von mir. Nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber manchmal ist die beste Lösung, einfach zu kapitulieren. Wäre das denn wirklich ein Weltuntergang? Ja, hören Sie mir überhaupt zu? Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten ein... Na, näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja, er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Aha. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Aha. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Aber nein, ganz im Gegenteil. Tja, das sollte es aber. Ist das schon gar nicht mehr so viel, weil diese, diese Gespräche sind so umfangreich teilweise, dass man da gar nicht mal viel sagen muss. Es geht hier eigentlich nicht um mich, sondern um meinen Freund. Sind Sie sich da ganz sicher? Kann es nicht vielleicht sein, dass es hier doch vorrangig um Sie geht? Das ist keine Schande, wissen Sie? Boah, Sie sind gut. Die anderen tun nämlich immer so, als wäre das irgendwie verwerflich oder so. Ich würde gerne nur einmal über mich reden. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Das ist ganz normal. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit etwas anderem anfangen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenhalmer? Es ist ein Assoziationsspiel mit Karten. Ein Kartenspiel? Sauber. Aber geben Sie sich keine Mühe.
Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich bin der lässigste Typ überhaupt. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Okay, dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Penis, ich meine, los geht's. Was? Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Ja. Philipp, jetzt hör doch mal auf, Call of Duty Black Ops 2 zu spielen. Meine Güte. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Aha, vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Was erkennen Sie hierauf? Tja, was soll das sein? Ein wunderhübscher Schmetterling. Bitte was? Na, ein Schmetterling, wie er unbekümmert durch die Lüfte flattert. Aha. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur... Die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden einen Schmetterling nicht mal erkennen, wenn er ihnen in den Hintern flattern würde. Okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Es ist ein Teufel. Alter, das kann ich doch nicht sagen. Okay. Ich sehe einen großen Helden. Mich. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Aber ich brauche doch das scheiß Medikament. Finger! Die Antidepressiv... Für mich besteht noch Hoffnung. Schon wieder? Ich muss... Na gut. Bringen wir es hin. Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium, während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Da werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Blöder Mist. Oh Gott. Ach, kommen Sie. Das kommt nicht. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Hat er recht. Oh Gott. Wollen wir Sie wollen den Rausch... Diesmal... Okay. Also. Ich mach grad mal, das ist nämlich ein Minigame. Und einen ganz kleinen Moment. Ich muss gerade mal nachlesen. Okay. Ich lese gerade ein bisschen, nicht wundern. Nicht unterstellt. Okay. 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 Okay.
Ich mache hier gerade mal weiter. Elysium startet in Richtung Utopia. Tja, das hatten wir ja schon. Zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Ein Nied. Und Sie sehen hier. Wieso? Das. Ja, machen wir an. Okay, wir machen jetzt erstmal die Bilder hier durch. Das bin ich. Und Sie sehen hier. Wieso? Das. Ja. Okay. So. Das, wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben. Aber ich hab doch. In dem Fall sollten. Für Leute wie. Sie sollten es vielleicht. Bitte halt. Okay. Wir gehen erstmal zu dem Typen mit dem Dauerlächeln. Huhu. Einen schönen guten Tag, der Herr. Wollen Sie einen Strick kaufen? Hier finden Sie für jeden Hals genau das Richtige. Was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten? Haha, ein Mann mit Galgenhumor. Das gefällt mir. Aber wir akzeptieren hier nur Bargeld. Es sei denn, natürlich, Sie nehmen an unserer Rabattaktion teil. Ab 30 Punkten erhalten Sie einen Toaster mit Aufsatz für die Badewanne. Tja, ich weiß nicht so recht. Ich denke, ich schaue mich erst einmal um. Natürlich. Tun Sie das. Und zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie Hilfe beim Anprobieren brauchen. Er ist ja geil drauf. Betreibt einen Selbstmordladen. Wie heißt das denn? Samtig. Das schmeichelt dem Hals. Wie geil ist er denn drauf? Moostherapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Wie geil ist er denn drauf? Alter. Er sieht aus wie dieser Pantomime, von dem ich manchmal träume. Er versucht nach seiner Mutter zu rufen, aber er hat ein Baguette im Mund, aus dem lauter Spinnen krabbeln. Warum starren Sie mich denn so an? Das wollen Sie nicht wissen.